Herzlich willkommen zum Wachstumsfeuer Podcast, deinem Podcast für persönliches Wachstum mit Nico Juranek. Zu viele Menschen haben Angst vor einer Abfuhr und probieren es dann erst gar nicht. Ein Nein zu bekommen kann extrem unangenehm sein. Und ja, viele Menschen geben an diesem Punkt nach dem ersten Mal auf. Ich habe heute ein Buchreview für dich, wo es genau um dieses Thema geht. Und ja, wo ich dir zeige, wie du die Frage leicht umformulieren könntest und trotzdem zum Ziel kommen. Ich zeige dir, warum Nein der Weg zum Ziel ist, ein Ja allgemein nicht alleine ausreicht und warum du Misserfolge mehr belohnen solltest. Ich freue mich darauf und ja, lass uns in die Episode hineinstarten. Vielleicht hast du irgendwo in den sozialen Medien schon mal einen dieser Posts gesehen, wo alte Menschen kurz vor ihrem Lebensende nochmal zurückblicken und sich sehnsüchtig wünschen, doch mehr von den Dingen gemacht zu haben, die sie wirklich interessiert hätten. Kommt immer sehr inspirierend drüber, drückt großes Bedauern auf und ja, ist mehr oder weniger ein weiser Rat an die nächsten Generationen, es selbst dann besser zu machen. Und letztens habe ich jetzt ein Buch fertig gelesen, das sich mit dieser Thematik aber in einem etwas anderen Kontext beschäftigt. Nämlich, stell dir vor, du wachst eines Morgens auf und findest dich an einem dir unbekannten Ort wieder. Aber du merkst einfach, dass du über Nacht irgendwie um 10 Jahre älter geworden bist. Und das ist aber nicht direkt zum Positiven. Damit nicht genug, triffst du plötzlich eine Person, die den gleichen Namen trägt, gleich aussieht wie du und ja, ihr auf einmal herausfindet, dass ihr überhaupt die gleiche Lebensgeschichte habt. Mit dem einen feinen Unterschied, dass sie höchst erfolgreich, glücklich, reich und gesund ist, während du dich halt weiterhin mit den gleichen alltäglichen Herausforderungen im Leben herumkämpfst, die du eh tagtäglich hast. Und was sich zuerst so als böser Albtraum anfühlt, das stellt sich dann recht schnell als unbequeme Wahrheit heraus. Diese Person bist nämlich du, oder zumindest das, was dein Bestes selbst in 10 Jahren sein könnte. Wenn du nur endlich deine Ängste überkommen würdest, endlich die schlechten Gewohnheiten ablegen würdest, bessere etablieren würdest und endlich in die Umsetzung kommen würdest. Und schnell merkst du dann eben im Gespräch mit ihm, dass euer Lebensweg da bis zu einem gewissen Punkt derselbe war. Bis du aber in einem entscheidenden Moment gekniffen hast und dein höheres Ich mehr oder weniger die Entscheidung getroffen hat, weiterzumachen. Und der Rest hat sich daraus einfach ergeben. Was an sich eine nette Geschichte, gerade für Menschen im Bereich Marketing und Sales ist, also es ist eben auf einen Verkäufer aufgeschrieben, das lässt sich aber meiner Meinung nach auch hervorragend auf viele andere Lebensbereiche umlegen. Der Titel heißt eben Go for No, Ja ist das Ziel und Nein ist der Weg. Und wenn du jetzt an viele Menschen im Alltag denkst, dann wirst du wahrscheinlich auch sehen, dass die meisten schnell einmal etwas Neues ausprobieren, aber dann gleich aufgeben, wenn es nicht gleich klappt. Zum Beispiel, sie wollen eine neue Fähigkeit lernen, geben aber sofort wieder auf, weil sie dann merken, okay, es braucht dann doch mehr Übung und Aufwand, als sie gedacht haben. Oder vielleicht würden sie gern im Job eine Gehaltserhöhung haben und überlegen sich, ja, wie könnten sie das machen, dass sie das dem Chef gut sagen, bereiten sich dann vor, gehen hin und fragen und der Chef sagt einfach nein. Und dann sind sie wieder komplett entmutigt und ja, sagen, es war halt so, hab nichts machen können. Oder wenn jemand eine neue Fremdsprache lernen will und das dann gleich wieder sein lässt, weil es dann merkt, okay, es ist dann doch nicht so leicht, merkt sich die Vokabel doch nicht so schnell, der Akzent schlägt immer durch. Ja, die Menschen haben dann oft keine Geduld und übersehen, dass so gesehen Versagen und ein Versagersein zwei komplett unterschiedliche Dinge sind. Und das Ja, in Anführungszeichen, wäre in diesem Fall das Ziel gewesen, eben die neue Fähigkeit zu erlernen, das Ja fürs höhere Gehalt zu bekommen, sich auf die neue Fremdsprache einzulassen. Und damit kann es aber eben nicht ans Ziel gehen, weil dieses Ja halt immer nicht gleich kommt. Und wenn man sich davon abhalten lässt, dann geht es natürlich nicht. Und manchmal benötigt das eben einfach mehr Zeit. Also wie gesagt, und das habe ich an dem Buch super cool gefunden, weil so aufgezeigt wird, Nein ist der Weg zum Ja. Stell dir diese Situation vor, die kann man auch fast täglich in der Öffentlichkeit irgendwie beobachten, wo eine Mutter mit ihrem Kind einkaufen geht und das ihm eine Süßigkeit anbettelt. So. Wo das Kind sagt, Mama, ja, kann ich bitte Schokolade haben? Und sagt die Mutter, nein, heute nicht. Das Kind, aber ich will Schokolade. Die Mutter, nein. Das Kind, kann ich bitte eine Schokolade haben? Sagt die Mutter wieder, nein. Kind, warum nicht? Weil ich es sage. Aber warum? Zum letzten Mal, nein, heute gibt es das nicht und versuche es gar nicht mehr.
Und dann auf einmal 10 Sekunden später, Mami, ich will Schokolade. Und die Mutter, ja, um Gottes Willen, aber wirklich, wirklich nur heute. Und ich finde, das ist ein Paradebeispiel, weil wie in einer anderen Situation bekommt das Kind zuerst auch nicht das, was es will. Aber gibt es deswegen auf? Na, natürlich nicht. Bleibt er hartnäckig und probiert es immer wieder, bis es schließlich klappt irgendwie. Und das soll jetzt natürlich kein Aufruf sein, sich da trotzig wie ein Kind zu benehmen, aber ich finde, es ist ein sehr passender Vergleich, sich selbst in Erinnerung zu rufen, was uns tatsächlich wichtig ist und dafür ein bisschen mehr einzustehen. Weil manchmal geben wir das am schnellsten auf, was uns wirklich wichtig ist, nur weil jemand anderer zuerst Nein sagt. Und dieses Nein, das muss ja oft gar nicht zutreffend sein in dem Fall. Das kann auch oft schon sein, dass, weil die Person uns vielleicht gar nicht zugehört hat oder vielleicht noch gar nicht versteht, warum eigentlich ein Ja eine bessere Entscheidung wäre. Aber daran misst sich halt, wie wichtig es einem wirklich im Leben ist. Weil wenn man sich nach einer Absage da schon abschrecken lässt und das gar nicht mehr versucht, ja, dann kann es einfach nicht so wichtig sein. Und dem folgt eben der Ansatz auch im Buch. Anstatt sich da auf ein Ziel zu konzentrieren, das man erreichen will, wie zum Beispiel, ich will heute ein Jahr bekommen, wird es genau empfohlen, die Tätigkeit eben negativ zu definieren. Quasi, ich werde heute nicht weniger als 3 Nein bekommen. Und alleine dadurch kann dann eben schon ein enormer Druck oft abfallen, den wir uns selbst mit zahlreichen To-Do-Listen auferlegen, was wir alles schaffen müssen. Ich muss heute einen Podcast aufnehmen, ich muss heute trainieren gehen, ich muss heute 3 Stunden lernen, ich muss heute einen Blogartikel schreiben, ich muss heute diese Person treffen, ich muss heute, du weißt schon was. Also lauter Sachen, die wir uns selbst auferlegen, die uns aber mit einem enormen Druck oder Druck auf uns ausüben, weil wir uns dann auf einmal von so einer riesigen Liste erschlagen fühlen. Und mit dieser umgekehrten Formulierung wird es dann schon fast spielerisch, weil mit jedem Nein kann man da auch etwas dazulernen. Und dann hat es halt nicht funktioniert und ich probiere es wieder. Und am Ende ist es dann doch nur eine Sache des Dranbleibens, wie man am Beispiel des Kindes sieht, bis sich der gewünschte Erfolg trotzdem einstellt. Weil es ist dann bald doch irgendwann nur eine Sache der Quote, bis einem Nein zwangsläufig ein Ja folgt. Und um jetzt wieder auf den Bereich Verkauf und Sales zurückzukommen oder auch Chefverhandler oder ambitionierte Menschen, die irgendwas Neues lernen wollen, können gleich ein Lied davon singen, weil man einfach aus Erfahrung weiß dann, nach so vielen Nein wird auch ein Ja kommen. Und dementsprechend, also wenn quasi auf 10 Nein ein Ja kommt, dann kannst du hochrechnen, wenn du 10 Ja willst, dann wirst du wahrscheinlich frustriert sein, wenn du sagst, okay, ich will diese Woche 10 Ja's bekommen und das nicht hinhaut. Aber wenn du das dann hochrechnest, dass du dir circa 100 Neins einholen musst, wo dann wahrscheinlich 10 Ja dabei sind, dann ist das schon viel motivierender, weil du einfach weißt, es wird passieren, aber das hindert dich nicht, weil es einfach mit dem entsprechenden Dranbleiben belohnt wird. Und ja, für mich war auch so das Key-Learning aus dem Buch dann, diese Erkenntnis, etwas zu versuchen, gegenüber mein Bestes zu geben, gegenüber wirklich das zu tun, was auch immer notwendig ist, das kann zu sehr, sehr unterschiedlichen Resultaten führen. Und in der Geschichte war das eben so, die eine Person, die halt ja so ein durchschnittliches Leben gehabt hat und dann gegenüber der anderen Person, sehr plakativ natürlich, die ein schönes Haus hat, die eine glückliche Ehe hat, die höchst erfolgreich im Business ist, die 3 Bücher geschrieben hat, die mit anderen erfolgreichen Menschen trifft, Golf spielen geht, was auch immer, wo die einfach alle sagen, ja, es war diese eine Entscheidung, wo sie dran geblieben sind, wo sie sich nicht abschrecken haben lassen, was dann halt den Unterschied gemacht hat. Und ich glaube, das sollte uns auch immer bewusst sein. Und ja, es kann wirklich den Unterschied zwischen einem erfüllten Leben oder eben einem Leben sein, das man am Ende dann irgendwie bedauert, wo man es einfach nicht mehr probiert hat. Und natürlich ist es jetzt manchmal nicht einfach, das zu tun, was gerade nicht angenehm ist, wo man eben aus seiner Komfortzone rausgehen muss. Aber ich glaube, dass es da nicht wirklich eine andere Wahl gibt, weil entweder man wächst und erweitert seine Komfortzone oder man bleibt halt bequem und sieht halt, wie die eigene Komfortzone schrumpft. Aber so einen Stillstand dazwischen gibt es nicht. Also ich tue was und ja, lerne dazu, werde größer oder ich tue nichts und ja, die Komfortzone wird noch größer so gesehen. Und dementsprechend denke ich, dass sich jeder von uns auch den Anspruch stellen sollte, ständig zu wachsen, eben neugierig zu sein, Fragen zu stellen, neue Leute kennenzulernen, neue Aktivitäten auszuprobieren,
Fehler zu machen, beziehungsweise Fehler noch schneller zu machen, noch schneller daraus lernen zu können und wirklich keine Angst davor zu haben. Weil ich glaube, an Fehlern liegt es eher nicht, sofern man daraus lernt. Man braucht den Fehler ja nicht öfter machen. Und im Idealfall hat man natürlich auch die Unterstützung von den Menschen, die ähnlich ticken, die einen auf dem Weg unterstützen, die das verstehen und eben auch so bei Rückfällen oder bei Hindernissen ja, unterstützen und durchpushen ein bisschen. Ja, und zum Abschluss habe ich für dich auch noch ein paar Fragen zum Reflektieren. Nämlich, überleg dir, wo gibst du vielleicht noch vorschnell auf und woran könnte das wirklich liegen? Beziehungsweise, was wäre so ein Bereich, in dem du gerne zielstrebiger wärst? Und was wäre das Beste, das wirklich passieren könnte, wenn du das so wärst? Ich hoffe, dass dir diese Inputs aus dem Buch und aus dieser Episode geholfen haben, vielleicht eine Sache, die dir wichtig ist, neu zu probieren oder anders zu probieren und ja, trotzdem zu beschaffen. Und wenn es so ist, freue ich mich wie immer, wenn du mich auf Instagram screenshottest und taggst und den Podcast mit deinen Freunden weiterempfiehlst. Ich wünsche dir viel Erfolg beim Ausprobieren und bis bald, lebe und entfache dein inneres Wachstumsfeuer.